Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Spay. Hearts of Iron 4. Es sieht einigermaßen gut aus. Könnte ein bisschen besser sein, aber was soll's. 19 Stück werden noch rausgepumpt. Wir brauchen noch 30.000 Waffen, um hier weiterzukommen. Aber da hat Deutschland auch noch was mitzureden. Wann bekommen wir denn die Waffen von dir? In 19 Tagen, das heißt Ende des Monats. Okay, damit kann ich mich zufrieden geben. Warum greift ihr gerade nicht an? Wahrscheinlich, weil es nicht wirklich könnte an der Stelle. Schlachtfeldunterstützung, yep. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Während wir schön immer wieder meine Kleinigkeit hier angreifen. Ist nicht viel, aber jedes bisschen zählt ja schon. Ich würde gerade sagen, greift die hier unten an, damit die hier quasi Probleme haben, weiter voranzukommen. Na komm, ernsthaft? Die können alle noch fliehen. Die können jetzt alle noch fliehen. Willst du mich vergackeiern? Ja, die sind alle noch auf die andere Seite rübergekommen. Ah! Du machst schon Spezialisten für Umgruppierung. Ich glaube, da bist du relativ gut aufgehoben. Der Rest passt auch. Genauso wie hier alles passt. Attacke darüber. Und Attacke hier rum reinmachen. Passt auch. 30%. Fast 300.000 Tote. Ja, ist ungünstig. Ein bisschen ungünstig. Schameleich. Ja, komisch. Attacke hier rüber machen. Ja, ich weiß, wir haben jetzt einfach zu wenig Jäger, um alles abdecken zu können. Ein Ding momentan der Unmöglichkeit. Leider. Ich muss sagen, leider. Frankreich versenkt seine Flotte. Das könnte auch bald noch was geben. Sind wir denn? Oh ja. Du kannst auch noch so verbindet dort. Das gefällt mir. Bin nach hinten durch. Beziehungsweise du, da so durch die Gegend schießt. So, hier rüber. Wir haben das nämlich auch eingenommen. Die Engländer können sich nicht mehr zurückziehen. Und wissen nicht mehr, was sie tun sollen, würde ich behaupten. Überhaupt nicht mehr sogar. Go, 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 go. Nehmt sie vollends ein. Bulgarien. Ich möchte nicht mit dir im Frieden sein, aber... Nein. Das wäre jetzt doch zu teuer gekommen. Brauchen wir noch ein bisschen was? Ja, ein bisschen was brauchen wir noch. Papa, Deutschland wird bestimmt liefern. So gut er kann natürlich. Keine Luftbodenunterstützung momentan. Naja. Man kann ja nicht immer alles haben. LKWs. Ja, aber hier noch ein bisschen was. Das ist in Ordnung. Und natürlich wieder immer schön weiter Beziehungen verbessern. Die sind jetzt gerade wichtiger denn je. Und nebenbei sagen wir noch, wir hätten gerne Großkampfschiffe, werden wir nie haben. Aber Manövrigkeit, wenn wir da ein bisschen besser aufgestellt sind, gerne. Torpedo-Ortungschance oder Durchdringung? Ja, lieber die Ortungschance, aber wir haben nichts, okay. Ist nur 20, weil wir so viel zugewiesen haben, okay. Passt schon, passt schon. Und immer schön weit hier durchbrettern. Bis zum Umfallen. Genauso wie du hier, genauso wie du hier. Genauso wie du hier. Teilt sie in zwei Lager auf, das passt dann schon. Hauptsache, sie sind weg vom Fenster. Wir halten hier und halten hier. Saudi-Arabien ist gefallen und wir haben die 15.000, die wir haben wollten. Yep. Die wollten wir noch gerne haben. Orange Division. Oder was bist du für ein... Ich bin gerade ganz leicht verwirrt, was du bist. Ihr geht alle nach da oben hin. Bis auf du hier, so wie es ausschaut.
Eine. Ich bin halt echt nicht. Ist das? Nee, du bist nicht. Ah, hier haben wir noch was. Jetzt da. Da haben wir doch noch eine Kleinigkeit. Go, go, go. Weiter das Angreifen. Dann Attacke und Attacke. Den Rest haben wir hier soweit. Yep, es ist alles abgesichert. Und gönnt dir noch eine kleine... Wir können dir keine Orga geben. Schade. Wir können dir keine Orga geben. Da ist den Achsenmächten beigetreten. Dürfen sie lieben gerne, natürlich. So, dann sage ich bitte, ich möchte ihn nur noch normal angreifen. Und auch nur hier noch alles nur noch normal machen. Alles andere bringt mir momentan nichts. Freischaltung die erste und Luftbodentaktik die zweite. Solle. Wir haben hier gerade nichts anzubieten. Ja. Verbundswaffenexperte. Oh, das klingt mir nach einer guten Sache. Moral? Ja, ich lieber den Verbundstypi, aber was soll's. Was soll's. Ja, der Mann gehört auch demnächst uns, genauso wie dich und genauso wie du hier. Alles unser. Man muss nur wissen, wie an der Stelle. Man muss nur wissen, wie. Sodle. Ich weiß, wir haben jetzt ein paar Probleme, aber macht nichts. Das kriegen wir schon nur irgendwie hin. Weiter ausbauen und danach hier und hier weiter ausbauen. Das Schöne wird, wir bekommen immer mehr dazu. Japan handeln ist ein bisschen dumm, dann machen wir es Deutschland. Deutschland muss noch ein bisschen für mich durchhalten. Ein bisschen arg lang ist sogar, wenn es geht. Eine Pacht von... Hab ich schon? Von Bulgarien? Yep. Könnten wir ruhig noch mehr geben. 19 Truppen sind im Bau. Der Rest hier auch, so wie es ausschaut. Wir bekommen noch was. In 11 Tagen. Also am 10. ist ja auch wieder alles rum. Umano Ku könnten wir jetzt auch noch einnehmen, aber wir würden es nicht bekommen, wenn wir jetzt gerade... Ja, wobei... Es ist gerade relativ egal. Der Vertrag wurde geschlossen. Wir sagen noch mehr Effizienz bei unseren Flugzeugen. Und sagen dann nochmal, Bemühungen werden noch ein bisschen weiter verbessert an der Stelle. Und ich sage einfach mal raus mit euch, weil ganz ehrlich, ich brauche gerade ein paar Leute noch an der Front dran. Yep. Ihr müsst die Front quasi aufwiegen. Das bisschen, was ich zurücklasse, müsst ihr niederwalzen. Eisenbahn für Knoten organisieren? Nein, das können wir uns ersparen, aber wir können noch ein bisschen Propaganda auf jeden Fall machen. Das geht auf jeden Fall. Dann können wir nur sagen, ihr geht mal hier hoch. Weil wir brauchen ja auch die Türkei ziemlich schnell. Das ist auch so ein Ding. Die Türkei muss auch ziemlich schnell fallen können. Wir haben die große Küstenverteidigung. Yep, Gebiet verteidigen. Die gesamte Küste muss quasi unterm Schutz stehen. Denn da können sie vielleicht bald nicht mehr reinkommen. Die Tür auf bald, aber für den Moment können sie es noch. Und das ist das, was mir so ein bisschen sehr Angst macht. Ein bisschen sehr arg viel Angst sogar. So, nein, damit. Hier. Wir stehen drum kommen. Die hier stehen drum kommen. Weiter geht's. Ab nach drüben hin. Solle. Einmal bitte aufhalten, genauso wie ihr hier. Einmal bitte darum und darum aufhalten. Zusammen mit ihm hier als Unterstützungstrupp, dann wird es schon funktionieren auf Dauer. Yep. Der 10. heißt, wir müssen jetzt wieder Platz haben bei uns. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Die bessere Art lieber aufbauen. Das scheint, du könntest uns noch ein bisschen was geben, dann wären wir theoretisch. Auf theoretisch relativ gut aufgestellt. Gut, dann eben keine Handelskonvois. Artillerie, LKW, yep. Passt soweit.
Noch ein paar tausend, so gut ist. Und wir sind drüben. Wir sind drüben. Röber, Raum, renn, 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 renn. Ich will hier alles einnehmen. Soll alles mir gehören. Dann werden wir nämlich sagen, dass ihr mein Trupp seid, um bis nach da unten zu kommen. Sottle. Alles meins. Alles meins. Nach Alexandria und darüber. Hier so rüber und so rüber. Bis auf du, du gehst da noch hin. Go, go, go. Ach, was heißt aggressiv vorrücken? Bei euch da unten ist es eigentlich egal, muss man sagen. Das ist wirklich Jacke wie Hose. Schaut es mit der Luft momentan aus? Wir halten sie im Schach. Yep, bedingt. Könnte natürlich noch ein kleines bisschen besser sein, aber ja. 1940 neuen Forschungen werden auch demnächst für Flieger da. Dann sparen wir uns den Rest gerade mal ein bisschen. Ja, ich bitte darum. Beide angreifen, los geht's. Element gehört vielleicht dir, aber der Rest nicht. Ich finde, der Rest wird niemals dir gehören. Noch ein paar rauspumpen für die Verteidigung der Küste und dann ist gut soweit. So, haben wir alles überhaupt angeschlossen, wenn ich mir das Ganze angucke? Ja. Wir haben ein riesiges Verteidigungsnetzwerk, das auch funktioniert. Muss man sagen, es funktioniert. Komm schon, wenn wir das hier oben haben, können wir hier oben auch noch einfallen. Das ist noch nicht das richtige Persischreich, muss man auch noch sagen. Mir fehlen noch ein paar Sachen. Mir fehlt noch ein bisschen was, wie zum Beispiel auf jeden Fall auch die, sag's mal, Türkei. Die schaut relativ schmackhaft gerade aus, stelle ich fest. Ihr seid hier unten drin. Yep, ihr seid unten mit drin. Was wäre denn, wenn wir euch auch noch nach da oben schicken würden? Bingo. Und ihr hier. Bitte auch beidseitig darüber schicken. Wir könnten nicht. Ja, das war schon richtig. Das war schon richtig an der Stelle. Ihr habt eine... Ihr habt keine Front mehr. Schade. So, angreifen und auch hier angreifen. So, so, so. Wunderbar. Dann sagen wir nämlich auch, dass die, wo jetzt gerade produziert werden, sollen bitte alle da rauskommen. Sie sind jetzt gerade irgendwo unterwegs, aber was soll's. Versorgung ist hier und dort gegeben. Nicht hundertprozentig, aber zumindest bedingt. Wie schaut es denn sonst aus? Haben wir noch ein bisschen was übrig gerade? Ja, die Bombe und Co. Aber ja. Was soll's. Du darfst auch jetzt hier anfangen. Denn die Straße gehört jetzt uns. Außer sie haben den Suezkanal gesprengt. Nein, sie haben es nicht gemacht. Gut. Das wäre das Unschönste gewesen, wenn der Suezkanal gesprengt worden wäre. So, wir rennen nach unten. Je mehr Land, umso glücklicher. Und dann sagen wir, komm, was soll's, speichern. Wir haben es gerade drauf. Wir können es schaffen, theoretisch. Wir könnten es schaffen. Da und da. Wenn wir noch einen weiteren Trupp hätten. Ein bisschen zu wenig immer noch. Wir tun auf ein bisschen zu wenig. Ich wollte gerade sagen, bitte lass das mal auch hier unten in Ruhe. Ja, wir bekommen so viel Lufterfahrung, da können wir es uns leisten, noch mehr daran zu setzen. 6 U-Boote sind gemacht. Hallo, aber auch. U-Boot-Abwehr, yep. Und ich hätte gerne für dich noch stille Jäger. Und, habe ich Trefferchance erhöht? Ich habe Trefferchancen erhöht. Ihr werdet hier unten quasi die Raubtiere schlechthin werden. Das freut mich doch, das freut mich sogar sehr. So. Haben wir irgendwo ein Plus gerade? Nein, das wäre auch sehr merkwürdig gewesen. Hätten wir überhaupt irgendwo ein Plus von irgendwas gehabt? Noch ein paar weitere machen, 35 Stück. Keine Ahnung, ob ich so viel brauche, aber allein um denen was abzuzwacken, ist schon mal wert. Ich noch mehr. Hier 100. Sind wir bei 86.000. Einfach dann Frage.
Ich bin gespannt, wie viel ich jetzt schlussendlich bekomme von ihnen. Da bin ich jetzt gerade echt gespannt. Leibpacht beenden. Keine Artillerie. Oh, schade. Keine Waffen. Habt ihr nicht so viele Waffen im Angebot gerade für mich? Ernsthaft? Aber Fliege habt ihr noch im Angebot. Okay. 20.000 und 10. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Das ist schon mal nicht schlecht. Die nächsten Krieger verschwinden auch. Und wir haben eigentlich das, was ich noch haben wollte. Panzer. Grenadiere. Die müssen wir nämlich auch bauen für uns. Wird noch ein bisschen dauern, bis wir noch eine Fabrik haben. Aber zack, jetzt haben wir sie. Schon diesbezüglich, jetzt haben wir sie auf jeden Fall. Dann können wir nämlich auch sagen, dass hier zukünftig... keine Schützen, also wir bräuchten Bataillone. Die Verteidigung ist hier wesentlich besser als motorisiert. Ich würde sagen, hier ein Umschwenken auf mechanisiert ausführen. So, passt. Sitz passt und hat Luft. Könnt ihr Cabo den nicht mal einnehmen? Das wäre echt wunderbar. Rausch nach da und nach dahin. Du rausch nach da. Du kannst da auch was soll's. Angreifen, angreifen. Müssen nur Kabul einnehmen. Wenn es könne, weiter bewegen und immer weiter bewegen. So schnell wie möglich weiter bewegen. Ich meine, ihr da unten seid ja relativ gut mit dabei. Da könntet ihr demnächst auch wahrscheinlich zu einem Endpunkt kommen. Wir bräuchten noch was weiteres. Wir bräuchten noch... Wo haben wir es denn hier? Landetruppen. Das nächste Wichtige in meinem Arsenal, was wir auf jeden Fall haben müssen. Können wir Cabo jetzt einnehmen? Bitte sag ja. Bitte sag ja. Immer noch nicht. Noch ein bisschen leer geschmissen. Hinterrücks. Dann hinterrücks rein damit. Das ist das, was ich mir schon fast gedacht habe. Dass die quasi jetzt hier Probleme bereiten könnten. Okay. Wir kommen gleich hinterher. Können wir noch mal ein paar tausend haben von dir? So ein bisschen was zumindest. Ah, es ist ein runder Weg. In 10 Tagen. Ja, ich wollte gerade schon wieder zu schnell zu viel haben. Niemals gut, habe ich gelernt, niemals gut. Wir bauen relativ zügig auf, yep. Brauchen wir sonst nichts momentan? Nein. Bemühungen sind auf jeden Fall immer gut, mechanisiert, ja. Passt soweit. Gut, aber von Co. wäre jetzt noch was? Nehmen wir den jetzt nach und nach hier. Jep, weil ich gerade sagen, da noch was bekommen können. Der Rest wird auch gerade eingenommen. Jep, also theoretisch müsste Italien eigentlich das Ding da unten haben. Wir sollten keinerlei Probleme mehr hier sehen. So. Einmal noch, wenn es geht. Alles mitnehmen, was wir mitnehmen können aus dir. Ja, yeah, das kann man aber gleich sagen. Bitteschön. Die kommen alle mal weg. Ein bisschen übertrieben habe ich es ja dann doch. Wir tun auf ein bisschen übertrieben. Go, 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 go. Brauchen wir auch noch ein bisschen was an der Front dran. So, der Rest ist ausgebaut. 48 Stück immer noch. Sordle. Sieht's passt und hat Luft. Wir können ein paar rauslassen, stelle ich gerade fest. Ihr braucht's mit euch. 18 Stück. Ihr werdet gute Dienste leisten in der Küstenverteidigung. Spanien gibt uns auch noch ein bisschen was hinzu.
Wir brauchen nur den Bereich hier. Und auch nur gerade Angriffe. Sodle. 1, 1, 1 sind überall nur Einserfelder. Was soll's? Ganz ehrlich, was soll's? Es kann ja nicht schief gehen. 25 Tage und alles wird wunderbar laufen. Die paar Bomber, stimmt, da haben wir gesagt gehabt. Wenn wir irgendwas einnehmen sollten, Bildung auf sollten, dann werden die einfach... Oh. Dankeschön. Wollte ich gerade sagen, ich bräuchte nur ein paar Stück von denen, das war's schon. Nicht arg viel, sondern nur ein bisschen was. Nur da noch und da auch auf 100 gehen, was soll's. Go, 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 hier rüber. Die dürfen sich austoben, das passt dann schon. 150, Suez kann er sprengen, Kriegsanleihen etc. pp. Haben wir gesagt, nein. Da sagen wir eher, hilf mir in Bezug auf Infanterieausrüstung. Ja, das bringt uns gerade wesentlich mehr. Sagen, wenn wir das einnehmen könnten, wäre das gar wunderprächtig. Über der Fluss drüber und dann gehört es nämlich dieses Rusch, dieses Lager an der Stelle. Ich habe über den Fluss auch drüber, das auch drüber, passt soweit. Ich kann mich da nicht mehr beschweren. Integrierte Angriffe, für beide natürlich. Sie haben ja 4 Frachter verloren. Ja, was willst du machen? Da kannst du nichts machen. Italien? Hast du dich hier unten komplett zurückgezogen? Willst du mich vergackeiern? Ich glaube, du möchtest mich echt vergackeiern hier. Italien, warum ziehst du dich da unten zurück eigentlich? 4 Tage noch. 4 Tage, dann kommt alles an. Ich weiß, Züge sind auch noch am Bauen. Mehr geht momentan einfach nicht. Wir sind an unserem Maximum angekommen. Schön. Dann möchte ich auch dich bitten. Ich erkläre dir hiermit feierlich den Krieg. Auf dass ich hoffentlich ein paar grüne Sachen noch bekomme. Definitiv. Sowas von definitiv. Fliegerasse brauche ich. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir da ein bisschen Probleme bekommen könnten. Handle ich mit keinem mehr gerade, oder? Jugoslawien wäre noch was hier. Jugoslawien. Siam? Ja. Und Schweden noch ein bisschen mehr. Es ist gut, wenn man ein paar Freunde noch hier hat. Bündnis mit Japan. Es wäre interessant. Geben wir zu. Was? Bitte was? Jetzt habe ich die Alliierten und. Die Achsenmächte an meiner Backe. Willst du mich vergackeiern? Okay, dann geht es nicht. Dann geht es nicht. Ich kann es mir nicht leisten, gegen beide Krieg zu führen. Überhaupt nicht sogar. Das ist überhaupt gar nicht. Haben wir noch was übrig? Du, du. So, als Infanterie, Hauptsache du bist irgendwas. Und Organisation für dich noch. Passt soweit. Können wir noch Militärköpfchen irgendwas machen? Ihr habt überlegene Feuerkraft und wir sagen hier noch. Boah. Unfallrisiko reduzieren. Ja, das ist nichts Verkehrteste auf jeden Fall. Admiral, Stufenausstieg, Blockade, Anführer. Konvoikrieg. Dann haben wir das nämlich komplett einmal durchgehauen und gut ist. Okay. Türkei. Durch Verbindung mit beiden momentan. Ist natürlich nicht gesund für uns. Überhaupt nicht sogar. Dann Türkei werden wir dich nochmal lassen. Und bewegen uns eher Richtung nach unten. Was soll's? Komm mal her.
Ich habe da so eine kleine Idee. Ich meine, wir könnten sagen, ihr bleibt hier oben mal für den Moment. Ihr habt es ja. Aber ihr hier. Ihr könnt doch bestimmt runterkommen. Bis in den Süden runter. Da sagt doch keiner was, oder? Da sagt überhaupt keiner was. Ich meine, gegen die Achsenmächte müssen wir irgendwann mal kämpfen. Dem ist einfach so, aber wir müssen es ja nicht erzwingen. Erzwingen müssen wir rein gar nichts. So, du bist auch noch darüber. Genauso wie hier rüber. Es sind bloß einzelne Leute, die hier überall stehen. Wenn wir den Knotenpunkt haben, kommen wir sogar noch weiter. Ja, das habe ich davor schon gemacht gehabt. Das wird nicht der Fall sein. Ich bezweifle ganz stark. Wir können es mal ausprobieren. Wir können es mal ausprobieren. Speichern. Einfach nur, um zu gucken, ob sie das gleiche machen würden. Es sind die Deutschen. Okay, dann nehmen wir das nachher als Triggerpunkt. Wir wissen, dass auf jeden Fall die Türkei zu den Deutschen rübergehen wird. Und das sage ich nicht nein dazu. Überhaupt nicht nein, sogar. 1, 2, 3. Letzte Chance vorbei. Denn wir brauchen Papa Deutschland immer noch, weil er uns mit Waffen versorgt. Das hat es bis eben noch gemacht. Ja, yep, Züge auch, wenn es geht. Nein, okay. Hätte ja sein können. Aber du kannst mir doch bestimmt... Warum kannst du mir nicht... Ah, jetzt da. Ich wollte gerade sagen, irgendwas musst du mir doch auch noch geben können. Auch wenn du wahrscheinlich nicht richtig viele Waffen hast. 10.000 und 100, yep. Unser Defizit ist da doch auf jeden Fall ausgeglichen. Ist schon mal eine gute Sache. Die Schützungswaffen sind auch parat. Und die 2 Jahre sparen wir uns, damit wir die Waffe hier jetzt nicht früher bekommen können, wobei... Eigentlich ja, das war noch. Der Vorsprung wird nachher ausgebaut werden. Wir machen das hier auf jeden Fall. U-Boote, da gibt's was. Unterstützung. Das will ich die ganze Zeit haben. Wir machen einen Forschungstree noch, damit wir ein bisschen besser dastehen werden. Bulgar, das ist nicht das, was ich wollte. Leipach nehmen wir auch an. Wir haben natürlich jede Menge in Garnison leider drin. Mit Betonung auf leider. Da müsste man vielleicht auch gucken. Bist du schon aktiv? Du bist schon aktiv. Oh yeah. Dass wir hier gleich noch hinterherkommen. Luftnahunterstützung. Haben wir 208? Warum so viele auf einmal? Ah, deswegen. Okay. Nachvollziehbar. Nach da runter, da weiter. Dann sagen wir das bitte duplizieren. Um hier noch mehr reinzubekommen. Ich liebe es, beidseitig aktiv zu sein. Logistik Strikes hier. Ja, da müssen wir vielleicht dann sagen, hey, wir müssen unsere Fighter-Produktion ein bisschen erhöhen, sobald es geht. Muss man sagen, sobald es geht. Aber es sieht recht gut aus. Wie schaut es denn bei dir eigentlich aus? Sichtbarkeit reduzieren? Ja. Das gefällt mir doch. Die U-Boote sind gut eingesetzt. Auch wenn sie vielleicht nur ein Schiffchen hier und dort kaputt machen, es bringt trotzdem was. Flexible Marine und jetzt U-Boot-Werft. Das wollten wir noch aber. Das sollte noch sein, zum Glücklich sein. Hallo Griechenland. Haben wir eine Verbindung bis ganz nach unten eigentlich? Nein, nicht ganz. Okay. Dann werden wir diese Strecke hier noch vor uns hinbauen. Den Tag gönnen wir uns einfach an der Stelle. Das passt soweit schon mal. Wir brauchen einfach noch mehr Züge, stelle ich fest. Da haben wir nicht ausreichend genug. Was haben wir denn hier noch? Luftfahrt? Ah, weil sie günstiger ist. Ja, okay. Okay, schon verstanden. Feindliches Bombardement hört jetzt auf. Ja, das hört auf. Kommen wir hier weiter? Kommen wir dort weiter? Ja, nicht ganz, aber...
könnt gucken, weil so wird es auf jeden Fall was werden, so wie es ausschaut. Da nach darüber, du nach darüber und ihr auch so rum reinrauschen. Mit Verbundswerkwaffen, Verbundswerkzeugen wollte ich schon sagen. Natürlich, mit Verbundswerkzeugen gehen wir an den ans Kampfgeschehen rein. Nein, das natürlich nicht. Aber so haut es hin. So haut es hin. Und wie wir in der nächsten Folge weitermachen werden. In der nächsten Folge auf jeden Fall. Also wenn wir Brisch-Indien haben, können wir auch das hier voll durchmachen. Können die Inselgruppen hier nach und nach auch mit einnehmen. Vielleicht sogar den Bereich hier hinten noch. Aber das ist schon ziemlich weit gerecht. Also wenn ich den Klotz hier unten bekomme, kann ich mich auch um das hier wenden. Und danach könnten wir auch wirklich sagen, hey, wir machen zeitgleich Krieg gegen die Achsenmächte. Gerade wenn Russland auch noch mit dabei ist, wäre interessant. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wie immer. Tschüss.